Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas flackert hier immer noch durchs Bild. Das hatte ich vorher nicht, erst seit der letzten Folge, irgendwie seit Ende der letzten Folge. Und wir haben es dann endlich mal geschafft, dass wir nach hier kommen. Ich habe alle. Huh! Ach, da kann ich hochklettern. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ich wollte gerade noch sagen, ich habe allerdings das Problem, dass ich nicht fliegen kann. Das Problem habe ich jetzt immer noch. Und ich weiß jetzt nicht, hier oben können wir wahrscheinlich. Können wir wahrscheinlich nicht hoch. Okay, wir können hier nicht hoch. Jetzt hängt er. Ach, hier unten können wir rum. Ah. Ich wollte gerade noch sagen, jetzt hängt er sich hier auch noch rum. Jetzt haben wir hier wieder eine Weinflasche. Leute, was ist das für ein Spiel, was so viel Weinflaschen hier an Jugendliche rausgibt? Also, ich finde das nicht gut. Ich finde das wirklich nicht gut. So, ich hoffe, ich gehe nicht kaputt, wenn ich von da aus springe. Nö, aber Teddy klatscht zu Boden. Aber Teddy ist nicht so wichtig. Hier sind auch nochmal. Ach so, ducken. Ah, okay. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich da durch kann. So, wir sind hier bei Da Vinci, so wie es aussieht. Nein, hier ist aber ein halber Flügel. Vielleicht können wir den irgendwie benutzen. Also, wir können auf jeden Fall kein Werkzeug rausnehmen. Aber wir können auch nicht an den Flügel ranspringen und den runterreißen oder so, dass wir uns hier irgendwie so einen Drachen bauen können. Schade. Hätte ja klappen können. Muss ich das loswerden oder muss ich das gar nicht verschieben vielleicht? Ist das nur zum Springen? Ich habe keine Ahnung. Teddy, kommst du da hoch? Oder muss ich dich jetzt wieder darüber hauen? Nee, das schaffst du. Okay. Jetzt muss ich rennen. Nee, jetzt muss ich erstmal Teddy rüberhauen. Moment. Ah, Teddy. Teddy, hilf mir. Teddy macht den Hebel. Genau. Du bist heute ein braver Teddy. Mein lieber Teddy. Komme ich denn jetzt? Ach so. Ach so. Es war so klar, es war so klar. Moment. Teddy macht das nochmal. Genau, aber nach ganz hinten. Genau. So ist brav, Teddy. Jetzt kann ich sie nur nicht mehr ziehen. Hallo? Achso, ich konnte die vorher auch nicht ziehen. Ich konnte die, glaube ich, nur schieben, ne? Ja, genau. Stopp. Nein, hallo. Hör auf zu schieben. Geht's noch? Teddy macht das nochmal. Weil so kommen wir weiter. Hoffe ich zumindest. Teddy winkt schon. Hier muss das Ding hin. Hier, sonst komme ich da nicht hoch. Ja, da kommst du hoch, Teddy. Die Frage ist, kommst du. Ja, du bist ein Sprung-Teddy. Du bist ein Gummibärchen, bist du. Du schaffst das. So, der kann besser springen als ich, wetten. Okay. Da ist er jetzt nach rechts gesprungen, ich hoffe. Können wir da ran oder rutschen wir da runter? Das ist jetzt die große Frage. Wo ist Teddy? Teddy ist weg. Okay, wir können es anscheinend benutzen. Ich weiß aber trotzdem noch nicht, wo Teddy ist. Teddy ist. Teddy, willst du mich verarschen? Warum sitzt du hier und spielst mit einer Eisenbahn, während ich da oben um mein Leben kämpfe? Hä? Hä? Teddy, es gibt wirklich Popohaue demnächst. Ganz ehrlich. Lässt du mich mal da hochspringen? Mann. Teddy versucht mich umzubringen, indem er auf meine Schultern springt. Oh, warte mal, komm mal her. Ich bring dich jetzt selber um. So, nein. Ich will immer ducken drücken. Ich weiß auch nicht warum. Komm, Teddy, los. Okay, ich habe nur keine Ahnung, ob ich das. Teddy, geht's noch? Teddy, du hast irgendwie einen an der Klatsche. Kann das sein? Sich da voll am Freuen, dass er da was runtergeworfen hat. Geh weg da, sonst komme ich nicht hoch. So. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl und ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir demnächst wieder der Hand begegnen. Das sieht hier so prädestiniert dafür aus. Hallo, Herr Ritter. Ich hoffe, Sie bleiben eine Statue und bewegen sich nicht.
Was ist denn das da unten an seinen Füßen? Hä? Okay. Das hat irgendwas damit zu tun, dass ich am Tragträumen bin, oder? Ich weiß es noch nicht so genau. So. Können wir da eigentlich irgendwo dran? Nee, ne? Teddy, warum guckst du dir das jetzt an? Keine Ahnung. Teddy weiß es selber nicht so genau, habe ich so das Gefühl. Da passt nur Teddy durch, oder? Der geht doch schon automatisch, das ist gut, weil den da reinwerfen, ich glaube, das wäre, das hätte man vergessen können. Kann er das Ding da oben wegschieben? Teddy, schaffst du das? Weil ich komme nicht da hoch. Moment. Ach so, nee, ich komme, glaube ich, doch hoch. Wir versuchen es mal hier drüber. Teddy sitzt jetzt oben in der Falle. Normalerweise würde ich sagen, ich lasse den einfach hier und gehe alleine weiter. Das nennt man dann Karma, dass ich gerade runtergefallen bin. Ich weiß. Da kam aber noch ein Aber. Aber ohne ihn komme ich sowieso nicht raus, also kann ich ihn leider nicht hier lassen. So, siehst du, ich sag doch, das war Karma. Geht das jetzt runter hier? Das sah gerade so aus, als ob das nach unten geht. Muss ich das nach... ich muss, glaube ich, nach rechts machen, ne? Hier ist was zum Halten, wenn ich das richtig sehe. Moment, das ist gar nicht das, wo Teddy auskommt. Ach so. Wo ist der denn ausgekommen? Ich kann ja gar nichts sehen. Moment, bis nach da können wir gehen. Aber kommen wir auch so hoch? Ah, er kann sich am Rohr festhalten. Aber ich sehe hier nichts. Das ist das Problem. Kann er auch hoch irgendwie? Hallo? Oder nur auf die andere... Wahrscheinlich nur auf die andere Seite, denke ich mal. Oh, ist das am Ruckeln hier. Nein, nein, nein. Nein, ich kann es nicht gebrauchen, dass jetzt der Controller hier spinnt. Komme ich denn da? Ah, okay. Hui! Oh, 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 oh. Oh, oh. Lauf. Lauf. Lauf doch nicht. Oh, lauf doch, lauf doch, lauf doch. Hilfe. Oh. Teddy ist nicht da. Teddy, wo bist du? Du musst mir helfen. Nein. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hey, du Witzka. Spring. Nein, das war der... Wieso sagt mir keiner, dass das links kaputt geht? Oh, Mann. Jetzt lauf, lauf, lauf. Nein. Weiter, weiter, weiter. Ohuhu. Hilfe. Lauf. Der ganze Laden geht hier den Bach runter. Spring. Wie doof ist der? Du sollst doch nur hochspringen, Junge. Wieso hast du das nicht gemacht? Wenn ihr jetzt einen riesen Radau hört im Hintergrund, dann tut es mir wirklich leid. Aber ich laufe hier gerade um mein Leben und draußen hat der Schrottsammler nichts anderes zu tun, als gerade vorbeizufahren. Oh, lauf, lauf, lauf. Nein! Hä? Hätte ich eins weiter nach links gemusst, oder was? Ja, gleiche Geschwindigkeit, aber Hauptsache beim dritten Mal werde ich getroffen. Ich liebe sowas. Ja. Oh, ich hasse es. Ja, komm. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Du stirbst gleich. Das hätte ich nicht sagen sollen. So. Jetzt einmal richtig springen, bitte.
Jetzt lauf! Ah, ich meine, vielleicht kann man es so kleben oder so. Nicht? Na gut. Wir können ja einfach so tun, als ob wir selber eine Vase wären. Wir stellen uns jetzt hier oben hin und bewegen uns nicht und tun so, als ob wir eine Vase sind. Ja, wie kommen wir denn hier raus jetzt? Teddy ist nicht da, kein Ausweg. Doch, Moment, links ist was offen. Nein! Das war so klar. Oh oh. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Das ist doch nicht wahr. Ich komme hier noch nicht mal diesen blöde Brett hoch. Ich bin nicht da. Muss ich irgendwie hier unten rum, dass der da nicht hoch... Ah, dann zieht er sich hoch. Okay. Laufen können wir leider auch nicht. Es ist ganz toll mit einem Controller, der nicht richtig funktioniert. Oh, du siehst mich doch nicht, wenn ich hier hinter bin, oder? Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ohoho. Lauf, spring, halte dich fest und spring weiter. Oh mein Gott. Teddy! Teddy, du bist wieder da! Oh. Teddy, lass mich nie wieder allein. Oh, wo sind wir denn hier? Moment, wir müssen hier hoch. Nehme ich mal an, da das der einzige Weg ist. Ich hoffe, dass man hier jetzt niemanden aufscheucht, wenn man hier irgendwas macht. I hit er Sujuma RW. Okay. Ich habe kein Wort verstanden, aber ist in Ordnung. Teddy können wir auch nicht benutzen für irgendwas. Ist das, hier muss doch irgendein Rätsel bei sein, oder? Komm mal her, Teddy. Komm mal her. So nicht. Komm mal her. Kannst du die nicht kaputt machen oder so? Hm. Anscheinend nicht, aber hier hinter, da ist doch irgendetwas. Nee, stimmt gar nicht. Da ist nur die Wand hinter. Auch so dieser Fleck und so, das deutet eigentlich darauf hin. Dass da ein Rätsel sein müsste, aber irgendwas ist hier auf jeden Fall. Teddy, komm mit. Ich glaube, wir müssen nach oben. Es hört sich komisch an hier. Okay. Ich weiß nicht, was der da machen kann. Anscheinend im Moment gar nichts.
Hier ist irgendwas am Dampfen. Man kann aber trotzdem nichts damit machen. Die ist verschoben worden. Mal gucken, ob wir die wieder zurückkriegen. Okay. Frage ist nur, was bringt uns das? Wir kommen zwar dann da hoch. Aber können wir hier irgendwas machen? Ah! Teddy, was hast du jetzt gemacht? Hä? Mach das nochmal, Teddy. Fällst du da immer runter? Hm, aber ich kann hier auch... Ich kann das Ding hier auch nicht verschieben. Ah, jetzt fällt sie um. Ah, sehr schön. Ist da irgendwas drin? Ich glaube, Teddy hat was gefunden, aber ich bin mir nicht sicher. Also der kann auf jeden Fall links und rechts hingehen. Da könnte er theoretisch auch nochmal hingehen. Keine Ahnung, ob und wenn ja, was das bewirken soll. Jetzt muss ich den auch da hochwerfen, oder was? Oh! Ah, dann kann ich bestimmt... Ah, ja, 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 ich verstehe. Teddy, bleib mal hängen. Wenn ich das denn hinkriege, jetzt. Nee, damit geht's wieder zu. Hä? Oder ist Teddy jetzt so doof und hat das Falsche jetzt? Also hat wieder losgelassen, das wollte ich sagen. Nee, der kriegt das nicht hin, oder wie? Ich kann aber nur bis nach da zeigen. Und da bringt mir halt nichts, weil da nichts ist. Ah, Teddy, ernsthaft jetzt. Teddy, komm mal mit, warte mal. So. Kriegt er das hin? Also es geht wirklich nur zurück. Ich weiß auch nicht. Was passiert denn, wenn man das hier reinmacht? Kann ich hier hinten irgendwas holen? Oder... keine Ahnung. Mach mal rein. So, hier ist... Ah doch, ich kann hier hochklettern. Ich kann nur hochklettern. Mehr kann. Also ja, hier kann ich auch hochklettern. Mehr kann ich hier aber nicht machen. Sind nur die drei Stellen. Und wir haben ja auch nirgendwo einen Kopf, den wir da eventuell irgendwie drankleben könnten oder so. Kann ich das Ding hier vielleicht runterreißen? Ich denke mal nicht, ne? Das war jetzt irgendwie komisch. Nein! Och, geh bloß nicht da hoch. Jetzt haben wir es beide genau gleichzeitig gemacht und dann geht er gar nicht mehr auf. Moment, ich mache das jetzt nochmal nur hier. Dann tut sich nichts. Aber theoretisch könnte ich links, also Teddy könnte links das machen. Gucken, ob das funktioniert. Komm mal hoch, Teddy. Geh mal da oben hin. Los, zackig. Oh komm, Teddy, heute noch.
Teddy, du bist doch eben auch alleine da hochgekommen. Wenn man sie hintereinander macht, das geht auf jeden Fall nicht. Das ist wieder so ein tolles Rätsel, was wahrscheinlich total einfach ist, wo ich jetzt aber total auf den Schlauch stehe. Kommt Teddy springen heute noch? So. Jetzt haben wir die auch gleichzeitig gemacht. Das funktioniert auch nicht. Damit kann Teddy nichts machen. Da ist auch nichts im Nebenraum oder so gewesen, ne? Wo ich nicht mehr hinkomme. Hallo? Da war, glaube ich, nur die Vase, ne? Obwohl, ja gut, mehr... Na nee, da sind... Da oben ist zum Beispiel auch... Den müsste man da dranhängen können. Das Problem ist, Teddy will nicht geworfen werden. Beziehungsweise will sich da nicht festhalten. Ach! Ah! Ich hätte es einfach festhalten müssen von unten. Okay. Sehr schön. Gucken wir auch nochmal eben, ob wir das mit den Vasen hier auch nochmal machen können. Eine... Libelle, wo geht die denn jetzt hin? Die geht da rein. Achso, die müssen wir wahrscheinlich alle kaputt machen hier, oder? Ich sehe nichts mehr, hallo? Das Problem ist halt, ich sehe hier nicht... Achso, zur Seite ist vielleicht besser. Und zum zweiten Mal heute kommt der Schrotthändler hier vorbei. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt heute mehrfach kommt. Nein, da gehst du mir nicht rein. Wo ist die Libelle? Wo willst du hin? Ha? Das nehmen wir schon mal mit. Komm mit, Teddy. Ich denke, dass wir der Auflösung näher kommen. Aber wo ist die Libelle hin? Die ist doch hier reingeflogen. Muss ich gleich nochmal hinten in der Ecke gucken. Die ist auf jeden Fall hier reingeflogen. So. Ich hoffe, dass wir das jetzt machen können. Ich schaue nochmal eben. Also hier ist die nicht. Ich gucke auch nochmal eben in dem Ort davor. Also, dem Ort davor. Ich hätte jetzt gesagt, dass sie da... Ach nee, das soll die Sonne sein. Ja, keine Ahnung, wo die Libelle jetzt hin ist. Normalerweise bekommt man da doch eine Errungenschaft, wenn man die findet. Ich habe keine Ahnung. Moment, wir können im Prinzip beides machen. Ich würde mal sagen, du gehst nach rechts. Und es tut sich nichts. Nee, oder? Hallo? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe mir hier voll die Mühe gemacht und das funktioniert jetzt nicht, oder was? Leute. Wieso kommst du hier hoch, wenn du rechts hin sollst? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, die beiden funktionieren anscheinend auch nicht. Mach das nochmal. Teddy, geh einfach dahin, wo ich gesagt habe, dass du hingehen sollst. Ja, jetzt kann ich das natürlich wieder nicht festhalten. Es war so klar. Okay, das ist jetzt auch schon gleichzeitig gewesen. Die haben jetzt alle gleichzeitig gemacht. Das funktioniert aber nicht. Es muss doch irgendwas damit zu tun haben. Ich hasse es, wenn sowas dann am Ende der Folge wiederkommt.
und man eigentlich denkt, okay, kein Thema. Jetzt habe ich endlich das Rätsel gelöst. Vielleicht muss man das auch danach ziehen oder was? Ich habe keine Ahnung, dass man es nicht gleichzeitig ziehen darf. Aber dadurch geht es ja wieder zurück, ne? Ah nee, jetzt auf einmal. Ah nee, oder? Moment, Moment, Moment. Nee, dadurch geht der jetzt wieder zurück. Aber die ersten zwei waren richtig. Das kann natürlich daran liegen, weil man den eigentlich nicht ziehen soll. Das probieren wir jetzt nochmal eben. Also wir starten mit dem rechten. Es wäre schön, wenn sie sich auch festhält. So, dann geht er jetzt, wenn er denn mal geht. Ja, dann geht er jetzt zu dem zweiten. Und eigentlich müssten wir dann ja rechts das Ding bewegen. Es hat sich aber vorher, oder hat sich das bewegt und ich konnte es nicht sehen. Das kann natürlich auch sein. Dann wäre das auch logisch, warum das das linke sein muss. Ja, das ist reingegangen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt? theoretisch müsste ich ja jetzt den vierten machen, aber wenn ich hier weggehe, das ist natürlich doof. Ich kann auch nicht mit ihm tauschen, ne? Nee, kann ich nicht. Das ist ja doof. Ja, nimm es bloß nicht genau. Halt es bloß nicht fest. Okay, fangen wir halt nochmal komplett von vorne an. So, komm, Teddy. Zack, zack. Mach mal den rechten. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt als erstes anfangen, damit das Ganze funktioniert. Aber offenbar braucht man da doch mehr als drei. So, dann kann Teddy nämlich auf den linken gehen. Theoretischerweise müsste das dann alle halten. So. Schön da bleiben, Teddy. Dann springe ich nämlich jetzt an den letzten ran. Ja, perfekt. Es dauert unter Umständen ein paar Stunden, aber wir schaffen es dann irgendwann trotzdem mal. Oh. Sieht mir schon fast nach Folterkeller hier aus. Kann ich damit irgendwas machen? Das sieht nämlich nicht so aus. Teddy? Wo läufst du hin? Hallo? Teddy? Lass mich nicht allein. Doofer Teddy. Ganz doofer Teddy. Kann ich da auch hoch? Okay. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie lange das noch geht, würde ich normalerweise sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Aber ich denke mal, das werden wir auch machen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.